Hallo und herzlich willkommen im Namen der Deutschen Akademie für Fernsehen zu unserer Auftaktveranstaltung unseres Kongresses Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Fernsehbranche. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen. Wie immer sind wir live auf YouTube. Wir zeichnen diese Veranstaltung auch auf. Die wird dann im Nachhinein zu sehen sein. Wir gendern nicht. Gemeint sind immer alle Geschlechter im Positiven wie im Negativen. Wir sprechen auch kein Sternchen. Wer es möchte, darf es. Corina, es liegt an dir. wir fangen an mit einem Grußwort der Deutschen Akademie für Fernsehen, über das wir uns alle sehr freuen, und zwar von unserem Vorstandsmitglied, dem Frank Goth. Und dafür werde ich jetzt mal meinen Bildschirm freigeben. Und hoffe, alle sehen das gut. Und Mats ab, bitte. Moin, liebe Mitglieder, Mitstreiter und Interessierte. Ich möchte Sie und euch alle herzlich zu unserem diesjährigen Zukunftskongress begrüßen. Wir möchten uns in diesem Jahr unter anderem dem brisanten Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz widmen. Im Rahmen unserer Veranstaltung haben wir für unsere Seminare und Webinare beeindruckende Experten und Gäste gewinnen können. Ich selbst habe bereits an einem sehr interessanten Webinar namens Keen to be Green teilnehmen dürfen. Durch dieses Webinar wurde uns bewusst, wie verschwenderisch und umweltbelastend unsere Arbeit innerhalb der Fernsehbranche eigentlich ist. Projektbezogen fliegen und fahren wir mehrere tausend Kilometer durch unsere Republik und verpesten die Umwelt. Meine Zunft, das Szenenbild zum Beispiel. Wir bauen Sets, die meistens nach dem Dreh entsorgt werden. Im Kostümbild, in der Maskenabteilung und im Catering ist es ähnlich. Unsere CO2-Ausstöße sind wirklich erschreckend. Aber es gibt bereits viele Alternativen und Lösungen, wie wir umweltbewusster am Set arbeiten können. Diese Ideen und das Gedankengut können wir mit unseren geladenen Experten und Gästen diskutieren und daraus schöpfen. Ich freue mich auf interessante Talks und möchte mich jetzt schon bei jedem Einzelnen herzlichst bedanken. Lasst uns behutsam mit unserem Planeten umgehen. In diesem Sinne, euch viel Spaß beim Zuschauen und Mitdrehen. Danke. Ich darf ganz ausdrücklich am Anfang der Deutschen Bundesstiftung Umwelt danken, die diese Veranstaltungsreihe überhaupt erst möglich gemacht hat. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, kurz DBU, mit Sitz in Osnabrück, verfolgt seit ihrer Gründung vor fast 30 Jahren das Ziel, zu einer der treibenden Kräfte für mehr Nachhaltigkeit zu werden. Ökonomie und Ökologie sollen dabei kein Gegensatz sein. Im Gegenteil. Durch Förderung von innovativen Projekten, besonders der mittelständischen Wirtschaft, ebenso wie von Start-ups, soll der Weg bereitet werden für mehr Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz. Und dafür will auch die Deutsche Akademie für Fernsehen ihren Beitrag leisten und hat eine wunderbare Frau hier eingeladen, die Corina Gutsche, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Corina. Ja, hallo in die Runde. Schön, dass du bei uns bist. Du wirst uns heute eine Keynote präsentieren und ein Grundlagenseminar. Erst darf ich aber was zu deiner Person sagen. Du bist nämlich seit 30 Jahren berufstätig als Diplom-Ingenieurin für Umwelttechnik. Du bist Produktionsleiterin Film und TV und seit 2011 freiberufliche Autorin, Beraterin und Referentin für ökologische Nachhaltigkeit in der Medien- und Kulturbranche. Und du warst bis Ende 2019 auch Koordinatorin des vom Umweltministerium und Bundesumweltamtes geförderten Projekts Kino natürlich. Du initiierst und leitest Panels und Best-Practice-Fachseminare zu umweltfreundlicher Filmproduktion und Klimabilanzierung und berätst als Green Consultant mehrere Filmproduktionen, Filmfestivals und Medieninstitutionen und Unternehmen bundesweit. Du gehörst zu den relevanten Akteurinnen in der Branche, um Klimaschutzmaßnahmen und die notwendigen Rahmenbedingungen nachhaltig, praxisnah und vor allem gemeinsam zu implementieren. Dein Motto? Action bitte. We love making movies sustainable. Ja.
In diesem Sinne darf ich für die Keynote an dich übergeben. Ja, vielen Dank, Saskia, und vielen Dank auch an die Akademie für Fernsehen, dass ich jetzt hier so aktiv diese nächsten beiden Tage mitgestalten darf und steige gleich mal ein mit der Keynote, die lautet: Klimaschutz ist drehrelevant. Die Klimakrise wartet nicht, mahnen führende Akteure renommierter Institutionen der deutschen Klimaforschung vom Wissenschaftsverband Deutsches Klimakonsortium in ihrer jüngsten Pressemitteilung, und sie fordern damit die Politik und Menschen in unserem Land auf, dringend grundlegende Veränderungen gemeinsam voranzutreiben. Bereits seit dem Pariser Klimaschutzabkommen im Jahr 2015 ist das Ziel klar. Die globale Erwärmung müssen wir auf deutlich unter 2 Grad begrenzen. Das bedeutet, dass jeder Einzelne von uns und jede Wirtschaftsbranche, und hierzu zählt natürlich auch die gesamte Medienwirtschaft, alles unternehmen müssen, um eine maßgebliche Reduktion an Treibhausgasemissionen zu ermöglichen. Ebenso relevant für uns als Filmemacherin ist die Auseinandersetzung mit den 17 globalen Zielen der nachhaltigen Entwicklung, besser bekannt als Agenda 2030. Diese politischen Zielsetzungen der Vereinten Nationen sollen weltweit eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene ermöglichen, um auch zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Und genau das fordern insbesondere junge Menschen weltweit mit den Fridays for Future-Demonstrationen zu Recht unüberhörbar ein. Und es war ein Weckruf. Denn es geht heute darum, unser Überleben als Menschheit zu sichern. Wenn wir jetzt nichts tun, ich zitiere Professor Joachim Schellenhuber, ehemaliger Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, bekommen wir in 20 bis 30 Jahren katastrophale Zustände. Zitat Ende. Ob Nachhaltigkeit und Umweltschutz bundesweit eine Haupt- und Neben- oder Nebenrolle in der Film- und Fernsehbranche spielen, entscheiden wir. Bei Recherchen für einen Fachbeitrag fand ich Anfang des Jahres eine Kurzstudie zur Ermittlung von Formen, Hindernissen, Potenzialen der Darstellung von Nachhaltigkeitsthemen in ausgewählten deutschen Fernsehprogrammen, erstellt vom Adolf-Grimme-Institut im Auftrage des damaligen Direktor Günter Bachmann vom Rat für nachhaltige Entwicklung aus dem Jahr 2004. Das ist 16 Jahre her. Seit 2012 vergibt die Hamburger Filmförderung den grünen Drehpass, jetzt Filmpass und verpflichtend, den eine dort geförderte Filmproduktion bekam, wenn sie konkrete Maßnahmen freiwillig umsetzte. In 8 Jahren waren das 190 Filme, darunter zahlreiche Studentenfilme. In Baden-Württemberg bekommt man seit über 3 Jahren als Produzent ein Rundum-Green-Shooting-Service-Paket, wie ich es nenne. Führte das dazu, dass es das grünste Filmland ist in Deutschland? Ökologische Belange zu beachten steht seit 2017 im Filmfördergesetz und erklärten damals alle Filmförderanstalten, grünes Drehen finanziell zu unterstützen. Es gab somit seit Jahren Anreize, aktiv zu werden, doch passiert ist wenig. Hauptakteure bei der Umstellung auf eine grüne Produktionsweise sind die laut Produzentenstudie 2018. Ich muss mal, die Sonne scheint in meinem Gesicht. Ist es in Ordnung? Ja. Sieht gar wunderbar aus. Sieht wunderbar aus. Die Sonne geht auf. Das richtige Thema. Es kommt das Licht, das es braucht. So. Hauptakteure bei der Umstellung auf eine grüne Produktionsweise sind die laut Produzentenstudie 2018 rund 900 Produktionsfirmen in Deutschland, von denen 2/3 TV-Produzentinnen sind, sowie die unabhängigen Produzentinnen, die Filmteams und Schauspielerinnen. Wir haben keine Zeit mehr, auf bundesweite gesetzliche Regelungen oder Standards zu warten. Als ein zukunftsorientiertes Medienunternehmen, als Produzentin oder Dienstleisterin geht es vielmehr um eine klare Haltung und Eigenverantwortung zu gesamtgesellschaftlichen Themen und den globalen Entwicklungen in der Welt. Erfreulicherweise gibt es seit 2019, 2020 diverse Nachhaltigkeitsinitiativen mit eigenen Richtlinien und Vorgaben für Eigen- und Auftragsproduktion der privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Sendeanstalten und von Medienunternehmen,
die Initiative 100 Grüne Produktion des Arbeitskreises Green Shooting mit 17 einheitlichen Kriterien und wissenschaftlicher Auswertung. Eine gemeinsame Erklärung zu einer nachhaltigen Film- und Serienproduktion auf Initiative des Kulturstaatsministeriums zur Berlinale und runde Tische in Kooperation mit dem Europäischen Filmmarkt und dem Bundesumweltministerium. Es gibt die Selbstverpflichtung vom Produzentenverband, eine Online-Schulungsinitiative Keen to be Green, der German Film Commission in Kooperation mit den Berufsverbänden, die Filmmakers for Future und Changemaker, die Initiative Grün der Filmuniversität Babelsberg sowie erste verbindliche regionale Fördervorgaben zu Diversität, Ökologie und Klimabilanz auf regionaler Ebene. Angekündigt hat das BKM ein bundesweites Zertifizierungssystem unter Federführung der Filmförderanstalt, welches durch Corona erst im Jahr 2021 kommen wird. Zur Qualitätssicherung bei der Umstellung auf eine umweltverträgliche Filmherstellung bieten zwei regionale Filmförderer erstmals in diesem Jahr mehrwöchige Weiterbildungskurse zum Green Consultant der Film- und TV-Produktion an. Das ist eine solide Basis für eine generations-, branchen- und gewerkeübergreifende grüne Filmwelle. Denn glücklicherweise bleibt trotz Corona-Pandemie Klimaschutz im Fokus. Ich erlebe in diesem Jahr bei den Produktionsfirmen, die ich als Consultant betreue, die Bereitschaft, aktiv die Nachhaltigkeitskriterien für Filmproduktion der vorgenannten Initiativen mitzugestalten und im Drehalltag konkrete Maßnahmen umzusetzen. Laut einer Formatstudie wurden in 2018 durch TV-Produktion insgesamt 771.300 Filmminuten hergestellt. Und das sind bei, jetzt muss ich mal doch kurz so machen, das ist besser. Das sind bei 90 Minuten rund 8.500 Filme und bei 45 Minuten rund 17.000 Filme. Das heißt, wir produzieren pro Jahr unfassbar viel fürs Fernsehen. Hinzu kommen die Kinofilme, die Werbefilme, Imagefilme. Und im Verhältnis dazu sind die 100 grünen Produktionen, von denen die meisten aus dem TV-Bereich kommen, was sehr gut ist, das heißt, sie sind Erfahrungsträger, erst der Anfang. Welchen ökologischen Fußabdruck wir insgesamt verursachen, hat bisher niemand erfasst. Fakt ist, wir verbrauchen mit jedem Drehtag enorm viel Ressourcen und haben die Chance, zukünftig umweltverträglich außergewöhnliche Filmgeschichten zu erzählen. Die Deutsche Akademie für Fernsehen stellt deshalb im 10. Jubiläumsjahr ganz bewusst Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Fokus. Ich deute das als ein Commitment des Verbandes, jetzt zu handeln und als Verpflichtung, gemeinsam unseren Planeten zu schützen. An den beiden Akademietagen geht es in den Masterclass-Seminaren und der Podiumsdiskussion um das Wie produzieren wir Filme emissionsarm und klimafreundlich. Wir reden über die Handlungsfelder und Option hinter der Kamera und natürlich über Hemmnisse wie Zeit, um vertraute Verhaltensmuster und Abläufe zu reflektieren und umzustellen, über Bedenken hinsichtlich der Finanzierung von Mehrkosten und einer noch unzureichend entwickelten Infrastruktur an grünen Servicedienstleistern und verfügbaren alternativen Technologien und Fahrzeugen für die Filmbranche. Klimarelevante Aspekte bei allen drei Phasen der Filmproduktion sind Ressourcenschutz, Mobilität, Unterbringung, Abfallmanagement und das Catering, zunehmend auch Green Storytelling. Gemeinsam schaffen wir den Wertewandel hin zu einer nachhaltigen Medienproduktion, indem wir die ökologischen Grenzen der Erde achten, durch Motivation, Handeln, Transparenz, Kreativität, Innovation und ein soziales Miteinander. Denn Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind relevant. Action bitte, bevor die Klappe fällt. Und bevor wir in das Grundlagenseminar einsteigen, zeigen wir jetzt einen kurzen Film. Der heißt Ich bin die Natur. Er ist produziert worden von Conservation International und gesprochen wird er von Hannelore Elsner. So, dann gehe ich jetzt mal auf Bildschirm freigeben. Denkst du dran, dein Headset abzuziehen? Mache ich dann. Super. Muss ich mal gucken, dass er da ist.
nämlich mein Head. Manche nennen mich Natur. Andere nennen mich Mutter Natur. Ich bin hier seit mehr als 4,5 Milliarden Jahren. 22.500 Mal länger als ihr. Ich brauche die Menschen nicht. Aber die Menschen brauchen mich. Ja, eure Zukunft hängt von mir ab. Wenn es mir gut geht, geht es euch gut. Wenn ich wanke, wankt ihr auch. Oder schlimmer. Aber ich bin hier seit Jahrmillionen. Ich habe größere Lebewesen als euch ernährt. Und ich habe größere Lebewesen als euch verhungern lassen. Meine Meere, meine Böden, meine Flüsse, meine Wälder. Sie alle können euch ertragen oder es lassen. Wie ihr euch entscheidet, Tag für Tag zu leben, wie ihr mich achtet oder missachtet, spielt für mich keine Rolle. So oder so. Was ihr tut, bestimmt euer Schicksal, nicht meins. Ich bin die Natur. Ich mache weiter. Ich bin bereit, mich weiterzuentwickeln. Danke für diesen schönen Film. Bevor wir mit dem Grundlagenseminar starten, noch ein paar organisatorische Worte meinerseits. Wir befinden uns jetzt hier in einem Zoom-Webinar. Das heißt, wie immer, der Chat ist da, um Grüße zu schreiben oder Hallo zu sagen. Und das F- und A-Feld ist da, um die Fragen zu stellen. Corinna wird während ihrer Präsentation auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich bitte aber, spezielle Fragen dann auf die jeweiligen Seminare zu verschieben. Und diese Seminare finden ja dieses Jahr als Meetings statt. Das heißt, alle Zuschauerinnen und Zuschauer können sich per Wort zu Wort melden und sind nicht auf diese Zuschauerposition hier angewiesen, wie wir das im Webinar haben. Also da ist die aktive Teilnahme gefragt und auch sehr gewünscht. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und ich würde gerne diese Abfrage mal starten. Und bitte da um zahlreiche Antworten. Gefragt ist, sind Sie Produzent, Producer, beim Produktionsteam, Head of Department? Wer hat bereits Erfahrungen mit Klimaschutzmaßnahmen bei der Filmherstellung? So, ich sehe. Na, könnt ihr euch nicht entscheiden, wo ihr sein wollt? Also, Produktionsteam haben wir um die 58-62%, Produzenten haben wir 7%, Producer haben wir keine mit an Bord, Head of Departments sind um die 30%, 57% haben tatsächlich keine Erfahrungen mit Klimaschutzmaßnahmen in der Filmherstellung, das heißt 43 haben diese Erfahrungen gemacht. Interessant, vielen Dank dafür und dann darf ich jetzt wieder an Corinna geben für ihr Grundlagenseminar und ich schalte mich dazu, wenn es Fragen gibt. Wunderbar. So, dann, achso, die Umfrage nimmst du weg. Gehe ich wieder auf Bildschirm freigeben. Ich gehe auf, das ist jetzt meine Präsentation. Aha, und wieso geht es jetzt da nicht? Moment, ich muss nochmal zurück.
Stoppen. Das ist jetzt, genau, mal der Vorführeffekt. Das ist die PDF. Das ist nicht die, die ich unbedingt wollte. Aber wir können das auch da machen. So, muss ich mal immer kurz vorrutschen. So, alle hören mich? Genau, okay, ich bin zu hören. Ja, nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zum ersten Online-Seminar Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Filmbranche. Die Keynote hatten wir eben. Es ist jetzt das Grundlagenseminar Nachhaltige, klimafreundliche Fernsehproduktion. Gastgeber ist ja die Deutsche Akademie für Fernsehen. Es geht jetzt in den nächsten, wir sind zeitlich 60 Minuten um den Status quo, den ich ja zum Teil schon genannt habe, über Wissen. Was heißt, wie geht es, wo findet man Wissen, was sind die Handlungsoptionen? Kurz Einblick in Best Practice und auch ein Wort zur Klimabilanzierung, weil da gibt es ja ein extra Seminarslot morgen dann. Home ist nicht nur die Erde, auf die wir wohnen, sondern ist auch ein großartiger Naturfilmdokumentation des Regisseurs Jan-Arthus Bertrand schon vor vielen Jahren. Und er ist damals mit einem Riesenteam mehrere Monate lang um die ganze Welt gefahren, um im Bild festzuhalten, die Faszination, die unser Planet ausstrahlt und aber auch die Zerbrechlichkeit zu zeigen. Und mit dem Wissen, dass er ganz viel CO2-Emissionen verursacht. Beim Herstellen dieser Naturfilmdokumentation hatte er sich schon damals entschieden und er ist einer der wenigen Regisseure, die ich kenne, auch zugleich eine Stiftung zu gründen, die dazu dient, auch etwas zurückzugeben, wo es um Renaturierung und Umweltschutzprojekte geht. Also einen Ausgleich herzustellen zwischen dem Impact, den er verursacht hat und wieder etwas Neues entstehen zu lassen. Ein anderer Film ist The Inconvenient Truth von Al Gore, the former Vice President of the United States. Der bekam 2009, den Oscar. Und der Film zeigt, was passiert, wenn wir nichts tun im Hinblick auf die globale Erwärmung. Und vor 2 Jahren gab es dann das Sequel dazu. Der Film hat dann deutlich gemacht, was wir alles unterlassen haben und wie extrem mittlerweile die Situation ist, wie wir sie auch alle erleben. Und es in Zeiten wie diesen die größte Herausforderung darstellt, uns um den Klimaschutz zu kümmern entsprechend. Klimaschutz ist aber nicht nur ein Thema, was ich bereits ansprach. Die Agenda 2030 ist ein globales Ziel von den 17 globalen Zielen, die auch für uns als Filmbranche relevant sind, was man vielleicht auf den ersten Blick so nicht wahrnimmt. Aber ich gebe Ihnen mal einige Beispiele, um den Bezug herzustellen für uns auch als Filmemacher. Klimaschutz, wozu dient das? Um klimaneutrale hier geht es um klimaneutrale Produktionsweise, um die Minimierung von Transportemissionen und um die Unterstützung von Klimaschutzprojekten. Das Ziel 7, saubere Energien, es geht darum, um den Einsatz von Eigenstrom und die Nutzung von erneuerbaren Energien anzuwenden. Das Ziel Nummer 9, da geht es um standortnahe Produktionsweise, um umweltschonende Mobilitätskonzepte und es geht um Innovation. Also welche Generatoren nutzen wir? Welche Fahrzeuge nutzen wir? LED-Licht zum Beispiel. Das Ziel 15, Leben an Land. Hier geht es um die Förderung des biologischen Landbaus und das ist der Bezug zum Catering. Genauso wichtig ist Ziel 1, keine Armut. Da geht es um faire Löhne und Verantwortung in der Lieferkette. Weil Nachhaltigkeit beinhaltet auch die ökologischen und die sozialen Aspekte. Kein Hunger, da geht es um die Sensibilisierung für biologische Produkte, wieder der Bezug zum Catering. Und das Ziel 3 zum Schluss, hier geht es um Vertrauenskultur und Wertschätzung der Mitarbeiter
um Arbeitssicherheit und es geht um Gesundheit. Und in den Zeiten, in denen wir gerade leben, mit der Corona-Pandemie, erst recht. Also, die 17 globalen Ziele sind auch für uns relevant. Und wenn es darum geht, wir drehen grün, geht es, wie ich schon gesagt hatte, in der Keynote in erster Linie darum, eine Haltung einzunehmen und eigenverantwortlich zu handeln, darüber zu sprechen mit dem Team und es frühzeitig und motiviert zu sein, Lösungen zu finden, Technologien mit in die Welt zu bringen, sein Wissen transparent zu machen, was jetzt in den nächsten 2 Tagen auch passiert. Und da bin ich der Deutschen Akademie auch sehr dankbar für, dass wir ins Gespräch kommen können mit den Gewerken. Da passiert nämlich einiges. Innovativ zu sein. Wir brauchen andere Generatoren. Wir brauchen andere Fahrzeuge. Wir müssen den Bedarf aufmachen als Filmbranche. Es geht definitiv um Lösungen und um Kooperation. Also es geht darum, nachzudenken, bevor die Klappe fällt. Was ist der Status quo? Die Medienbranche nimmt den Klimawandel und Nachhaltigkeit in den Fokus. Das erlebe ich, beschäftige mich damit jetzt ja seit 8 Jahren hier in Deutschland. Also was in den letzten Jahren passiert ist, das ist schon erstmal eine gute Welle. Und hiervon hatte ich schon einige Sachen angesprochen. Das bundesweite Zertifizierungssystem, deswegen gehe ich hier mal relativ schnell durch. Dass Nachhaltigkeit in den Förderrichtlinien teilweise schon drin steht. Das ist der Fall eben in Baden-Württemberg, in Hessen, in Bayern und auch hier in der Region Berlin-Brandenburg und in Hamburg. Da hat man sogar schon Diversität auch als ein Förderkriterium mit aufgenommen. Relativ neu ist, dass die Selbstverpflichtung, die bisher freiwillig war, für den German Motion Picture Fund zu umweltfreundlicher Filmproduktion jetzt auch verpflichtend ist. Und die gemeinsame Erklärung aller Filmförderanstalten zu grünen Produktionsweisen. Und das heißt, sie bezuschussen die Hinzuziehung eines Green Consultants mit bis zu 5.000 Euro, machen sie eigentlich schon seit Jahren. Und so auch Mehrkosten ausgewiesen werden, werden die eben auch anerkannt. Man muss darüber reden. Und das bitte ich auch Sie, wenn Sie im Filmbereich tätig sind, dass Sie das insbesondere machen mit Ihren Ansprechpartnern in den Fernsehsendeanstalten. Also, die Medienbranche goes green und das heißt konkret, es gibt seit diesem Jahr die ARD Nachhaltigkeitsinitiative. Da gibt es 16 Kriterien, zu denen gehört es eben auch, einen Bericht zu erstellen und eine Klimabilanzierung zu machen. Und es gibt beim SWR eine Inhouse-Initiative für Eigenproduktion Going Green. Dazu wird mehr der Michael Becker sagen im Anschlussseminar, aber insbesondere bei der Panel-Diskussion am Freitagabend. Auch das ZDF als ein großer Auftraggeber im Land hat sich mit Nachhaltigkeit als Unternehmen schon beschäftigt und erstellt einen Nachhaltigkeitsbericht. Die gemeinsame Erklärung der deutschen Filmbranche auf Initiative des BKM Film bewegt nachhaltig war schon ein Meilenstein, weil da drinne wirklich die Privaten, die Öffentlichen, die Verbände, die Filmförderinstitution, die Filmakademie da drinne sich ganz klar committed haben zu dem, dass sie jetzt ernsthaft Dinge auch umsetzen. Denn Statements gab es schon viele in den letzten 8 Jahren, aber jetzt ist es wirklich in die Umsetzung zu gehen, also Best Practice zu machen. Zur Berlinale kam dann auch der Arbeitskreis Green Shooting, den es schon länger gibt, unter der Federführung des Geschäftsführers der Filmförderung in Baden-Württemberg, Professor Bergengrün, gibt es jetzt die Initiative 100 grüne Produktionen. Da gibt es 17 Nachhaltigkeitskriterien, die zu beachten sind und eben auch einen Bericht zu erstellen ist, eine Klimabilanz vor Drehbeginn und am Ende. Und das Ganze wird dann wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Ja, schon im Dezember letzten Jahres kam der Produzentenverband mit der freiwilligen Selbstverpflichtung zu nachhaltiger Filmproduktion. Und da geht es um Vermeiden, Reduktion und Kompensation. Die Filmmakers for Future hatte ich angesprochen, auch die Changemaker, dahinter stecken die Schauspielerinnen oder einige Schauspielerinnen Deutschlands, die auch eben mehr machen können, als darüber zu sprechen, dass die Produktion grün war, sondern sie nehmen eben auch eine Haltung ein und sie achten eben darauf, wie man anders fährt, anreist zum Drehort und welche Kleidung wir tragen. Und das ist auch wichtig, dass es also in jedem
Department, jeder, der an einer Filmproduktion beteiligt ist, schaut, welchen Beitrag kann er denn leisten. Wer mehr wissen will, konkret, was sind denn die 17 Kriterien, findet es auf der Webseite der Baden-Württembergischen Filmförderung. Da ist ein Handout und auch nochmal Informationen hinterlegt. Es gibt eine Hotline und es gibt da auch den Zugang zu dem CO2-Rechner. Also gehen Sie da drauf. Wer sind schon die Akteure? Wo stehen wir denn? Und da muss man wirklich auch mal nennen, die Bavaria Filmstadt, die schon 2013 sich klimaneutral gestellt hat, also die erstmal geschaut haben, was können wir anders machen. Sie haben umgestellt auf Geothermie und Ökostrom und haben damit ihre CO2-Emissionen erheblich reduziert und machen das auch weiterhin. Sie haben auch zwei Serien, die unter dem Aspekt gedreht wird und sind natürlich auch mit ihren Produktionen Teil der Initiative 100 Grüne Produktion. Und haben also das, was dann an nicht vermeidbaren Emissionen noch verbleibt, wird über Climate Partner, das ist ein Klimabilanzanbieter in Deutschland, dann kompensiert. Aber auch die Sender Tele5, RTL, Sat1 haben Inhouse-Vorgaben mittlerweile, haben Nachhaltigkeitsansprechpartner. Zu nennen sind auch die Produzenten, die dieses da, wo wir jetzt sind, in der Filmbranche, maßgeblich mit in die Welt gebracht haben. Das ist die Konstantin, das ist Bulli Herbig mit den allerersten Kinofilmen damals. Wie kann man umweltfreundlich produzieren? Das sind die X-Filme, Ziegler-Film muss hier genannt werden. Die Sony Picture Köln seit 2015, überlegen Sie, was geht. TamTam Film, eine Filmproduktionsfirma in Hamburg, die das Thema von Anfang an mit in die Welt gebracht haben. Die Letterbox nochmal und auch die 39. Babelsberg-Film mit der TV-Serie Berlin Station hat ganz klar Akzente gesetzt. Im ZDF, bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, gibt es mittlerweile auch Inhouse-Schulungen, um die Teams dafür zu sensibilisieren. Also sie sollten da auch Ansprechpartner finden, die ein offenes Ohr haben. Und von der ARD, SWR, die Green Inhouse-Initiative hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen. Sky Deutschland hat klare Vorgaben für Produktionsfirmen, haben die erste plastikfreie Kochshow in der Welt, produzieren sie und haben seit diesem Jahr eine neue Kampagne, die heißt Sky Zero. Dazu wird der Fabian, der Nachhaltigkeitsmanager dort bei der Panel-Diskussion am Freitagabend was sagen. Bitte unbedingt einschalten. Und jetzt hier in die Region Berlin-Brandenburg geguckt, die UFA als so ein Urgestein in der Filmbranche hat eine Initiative, die heißt UFA Cares. Und damit ist gemeint, einerseits das Unternehmen schaut ihre Abläufe an, aber sie stellen auch ihre Produktion um. Also sie haben Green Teams, sie haben eine Initiative Bye Bye Plastik, es geht um einen digitalen Workflow, sie haben Lastenbikes für kurze Wege, setzen auf regionales Catering, haben umgestellt jetzt auf Ökostrom, Veggie Days in der Betriebskantine, Fairtrade-Produkte, machen das Wissen auch transparent mit kleinen Filmen, mit den Mitarbeitern auf ihren Social-Media-Panels, waren bei den Fridays for Future-Demonstrationen und haben, soweit ich weiß, auch geplant oder vielleicht ist sie auch schon da, eine eigene Ladestation für die Elektroautos. Also das ist das, was ein Medienunternehmen machen kann, sich selbst aufzustellen und eben auch die Produktion dann umzustellen. Und hier mal ein Chart, um so eine Größenordnung zu zeigen von dem Projekt. Vor Sky Zero gab es Sky Ocean Rescue und da es war ja die Plastikproblematik sehr viel in den Medien, wurden 3,96 Tonnen weniger Plastik quasi war notwendig, indem was 66.000 Semmeln und Brezeln unverpackt gekauft wurden, man auf Strohhalme verzichtet hat. Es 16.000 weniger Plastikverpackungen für Salate gab durch Mehrweggläser und 410.000 Plastiklöffel und Gabeln. Und das ist jetzt Sky. Und wenn man das mal hochrechnet auf die Vielzahl der Produktionen, die wir haben in Deutschland, haben wir natürlich einen Impact. Hatte ich schon angesprochen, die TV-Serie Berlin Station 2017 an 111 Drehtagen wurde möglichst auf Plastik verzichtet, nur Mehrweg. Es gab digitale Drehbücher, vegetarisches Essen,
konsequente Mülltrennung, LED-Nutzung in den Studios. Es gab das grüne Büro, was heißt, wir trennen den Müll. Es gab die Wasserspender mit eigenen Trinkflaschen, die natürlich alle komplett vergriffen waren. Und es wurden Teamfahrgemeinschaften gebildet und Akkus genutzt. Zu Corona-Zeiten ist das, was wir uns lange erkämpft haben, Carsharing, Fahrgemeinschaften bilden, jetzt natürlich ausgesetzt. Aber es gibt dafür andere Akzente, die wir machen können. Wissen wird außerdem vermittelt bei Expertenpanels seit diesem Jahr auch unter der Federführung oder auf Einladung als Host vom Kulturstaatsministerium, vom Umweltministerium. Bei der Berlinale gibt es das schon seit mehreren Jahren und auch verschiedene Filmfestivals haben das in diesem Jahr aufgegriffen. Also so Sie auch auf Festivals unterwegs sind, schauen Sie, ob im Rahmenprogramm vielleicht auch da ein thematisches Panel stattfindet. Seminare wie diese, jetzt die Masterclass, die wir jetzt die nächsten zwei Tage haben werden, gab es schon oder gibt es auch weiterhin durch die regionalen Filmförderinstitutionen eben in Baden-Württemberg, in Hamburg, in der Region Bayern, hier in der Medienregion Berlin-Brandenburg und auch in Hessen. Und teilweise sind die eben auch schon gewerkespezifisch mittlerweile ausgerichtet. Die Weiterbildung zum Green Consultant hatte ich angesprochen und auch die Zeitschriften berichten darüber. Es gibt Service-Datenbanken. Um grün zu drehen, brauchen wir natürlich, wo finde ich denn jetzt den Caterer? Wo finde ich denn jetzt die Hotels mit Umweltprogramm? Und da gibt es so erste Service-Datenbanken eben auch auf den Webseiten der angesprochenen regionalen Filmförderinstitutionen, wo man Dienstleister findet und auch Empfehlungen, was es denn heißt, grün zu drehen. Bisher gibt es keine einheitlichen bundesweiten verbindlichen Standards. Weil wie ich in meiner Keynote sagte, darauf müssen wir auch nicht warten. Die Handlungsfelder sind klar und wir sollten einfach anfangen. Hier nochmal kurz genau die Webseite mit den Ansprechpartnern, die es eben auch gibt in Hamburg. Es ist die Christiane Dopp. Die können Sie auch hören, was in Hamburg alles passiert ist bei dem Panel am Freitagabend. Für die Leute, die eher in Baden-Württemberg unten drehen, hier gibt es die Green Shooting-Webseite und das ist eben das Servicepaket, was ich meinte. Es gibt den Zuschuss für einen Green Consultant, es gibt einen CO2-Rechner, den man nutzen kann, es gibt ein Online-Verzeichnis, es gibt einen Leitfaden für spezifisches Praxiswissen, weil wir können hier natürlich heute auch nur alles mal kurz anreißen, deswegen sage ich Ihnen das so ausführlich, wo können Sie vertiefend sich informieren. Es gibt projektbezogene Beratungen, das ist ja auch das, was ich mache, und es gibt Workshops. Also mehr geht eigentlich nicht. Und Baden-Württemberg ist aber auch noch das Land, die mittlerweile auch Klimaschutzbilanzierung als ein verbindliches Kriterium, um gefördert zu werden, eingeführt haben. Und da bin ich gespannt, welche Veränderungen das für das Filmland Baden-Württemberg dann bringt. Das ist jetzt die Webseite Green Filming. Sie sehen, es gibt auch immer unterschiedliche Namen, Green Filming, Green Shooting. Das ist jetzt die Filmförderung in Bayern, die eben auch Tipps hat für Anbieter, Veranstaltungen und eine Checkliste, wo man eben nochmal nachlesen kann. Das ist die neue Seite hier von der Filmkommission in Berlin-Brandenburg zum Green Filming. Mit den gleichen Service-Tools. Auch die jungen Filmemacher bei uns, also auch die Hochschulen und Universitäten, ob in München oder Ludwigsburg, haben das Thema auf dem Schirm. Hier an der Filmuniversität in Babelsberg, wo ich seit 3 Jahren Schulungsseminare gebe, hat es unter anderem auch dazu geführt, dass es eine Initiative Grün gibt, mit eigenen Leitfäden, mit eigenen Empfehlungen runtergebrochen auf Studentenfilme, mit einem kleinen Fördertopf, mit einem Fördergremium. Und das haben die Studentinnen neben ihrem eigentlichen Studium gemacht und das ist großartig. Also Filmuniversität Babelsberg, jeder, wer da studieren geht, geht auf die Webseite und es ist das die Universität an sich, die sich mit dem Thema ganz eindeutig identifiziert hat auch. Ja, und wenn man nicht auf diese Webseiten geht und jemand persönlich sprechen möchte, dann ist man jetzt beim Green Consultant so die Newcomer unter den Gewerken. Wo das hinführt, das werden wir mal sehen. Es gibt die Bezeichnung Green Consultant, Supervisor, Coordinator oder Manager.
Das ist alles noch in der Entwicklung. Und was macht der Green Consultant? Der hilft Ihnen persönlich als Produktionsteam oder als Medienunternehmen, Optionen zu besprechen, um Ressourcenschutz zu machen und CO2-Emissionen zu reduzieren, Kriterien auszuwählen, wenn man Teil einer Initiative ist oder vom Sender Vorgaben bekommt, welche setzen wir denn wie davon um? Und der sucht die Servicepartner, so sie nicht schon bekannt sind. Er dokumentiert es und bilanziert es. Und es ist gut, denjenigen oder die frühzeitig zu beauftragen. Ich arbeite freiberuflich. Es gibt aber auch einige Produktionsfirmen, die jemand fest angestellt haben, wie in der Bavaria. Und was sollte derjenige mitbringen? Schauen Sie sich das genau an. Was sind seine Referenzen? Er sollte Wissen haben über die Filmproduktion und Nachhaltigkeit. Er sollte kommunikativ sein und eine soziale Kompetenz besitzen, sich einzufühlen in das Team. Und na klar, lösungsorientiert und motivierend und das zu 100% wollen, weil der hat jetzt schon auch nochmal die Aufgabe, so eine ganze Produktionsweise mit anzuschieben und alle mitzunehmen, damit wir unsere Verhaltensweisen ändern, also das wie anders machen. Ich habe gesehen, es gab da eine Hand. Ich bin habe einen Frageteil, wenn ich bei Wissen durch bin. Also ich mache kurz weiter noch. Ach ja, wichtig ist, was ich schon angesprochen habe, das ist jetzt von der Bayerischen Filmförderung in Kooperation mit der IHK, diese angesprochene, für wen das ein spannendes Thema ist, da sich weiterzuentwickeln als Produktionsleiter oder Aufnahmeleiter oder als Quereinsteiger, Green Consultant zu werden, hat jetzt die Möglichkeiten, einen zertifizierten Weiterbildungskurs zu besuchen. Der erste ist jetzt ausgebucht und der nächste ist schon terminisiert. Und eben genau das Gleiche macht Baden-Württemberg in Kooperation mit der Fachhochschule Stuttgart. Also auch da sind, glaube ich, jetzt ist gerade der erste Kurs durch und der nächste kommt. Also gehen Sie auf die Webseiten, sodass für Sie spannend ist. Wer international arbeitet, es fanden dieses Jahr so viele Panels auf europäischer und auf, auch in Amerika natürlich, wo das Thema schon seit 10 Jahren relevant ist und da und auch in UK, in England. Dann rufen Sie mich an, weil die wollte ich jetzt nicht noch aufzählen, was es da alles gibt, wer die Ansprechpartner sind, Frankreich. Also letztlich ist gerade jeder auf dem Weg. Vielleicht mal kurz nach Österreich geschaut, weil das hat mich sehr beeindruckt. Bei der Lower Austrian Film Commission, da ging das relativ schnell. Soweit ich weiß, gibt es in Österreich auch ein Zertifikat. Sie haben einen Green Guide mit Empfehlungen, also auch diese Tools, die ich bereits genannt hatte. Also wer in Österreich dreht, kann sich auch mal dort informieren. Soweit zum Bereich, wo finde ich welches Wissen und wer hat welches Wissen? Und jetzt war eine Frage. Und Saskia, bist du da? Wie kann ich die hören? Ich bin bei dir. Ich habe hier was im Chat. Bin nicht sicher, ob das jetzt die Frage ist. Also Fragen gerne ins F&A-Feld. Ich lese hier einfach mal einen Kommentar vor. Guten Tag, herzlichen Dank für die kompetente Einführung in das Thema. Es freut mich, dass die Filmbranche sich auf den Weg gemacht hat. Mit 100 Musterfilmen grün drehen ist das natürlich nur ein Feigenblatt im Markt. Wäre es nicht hilfreich, wenn es einen Leitfaden wie den DNK, Kodex für Nachhaltigkeit, auch für den Film gibt? Ich höre hier sehr viel Aktionismus im Film und Fernsehen, wenig Standards und Normen wie in der Industrie. Mit freundlichen Grüßen. Michael Bayer, Vorstand. In Austria sind erst 2 Filme grün gedreht worden mit der Förderung. Schreibt er hier noch im PS. Ich glaube, das war nicht die Frage, aber auch ein interessantes Statement. Genau, es war, glaube ich, eine Frage von der Dana. Mit dem Kodex? Kann ich was zu sagen? Ist ein anspruchsvolles Instrument und hatte ich neulich ein Panel zu einer Kulturbranche, die sich damit beschäftigen. Ja, muss man prüfen, ob das Instrument ist oder ist es eine EMAS-Zertifizierung ist es das, was jetzt für diese angekündigt war, dieses bundesweite Zertifizierungssystem, was in der Entwicklung ist bei der FFA, was jetzt durch Corona einfach ins nächste Jahr geschoben wird. So ein Instrument zu haben, ja, wäre gut. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, jetzt zu handeln. Weiter? Ja, gibt es gerade irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann geht's weiter. Genau, geht's weiter. Was heißt das denn jetzt, wie grün drehen?
Und da unterscheide ich zwischen klimafreundlicher Filmproduktion und einer klimaneutralen Filmproduktion. Und klimafreundlich zu drehen, was der erste Schritt ist, da geht es darum, emissionsarm, ressourcenschonende Produktionsweise und konkret sich zu überlegen, mit dem Team, mit den Head Departments, also mit der Produktionsteam und den Head Departments, mit welchen Maßnahmen können wir CO2-Emissionen vermeiden? Wo können wir mit Maßnahmen CO2-Emissionen reduzieren, indem wir effizienter sind im Verbrauch? Was können wir recyceln? Also das Abfallmanagement, was geht zurück in den Kreislauf und was kann weiter genutzt werden? Und das gilt zu durchdenken für alle Phasen und für alle Departments als ersten Schritt und dann auch ins Gespräch zu kommen mit den Service-Dienstleistern. Und das andere ist eben das angesprochene das Bilanzieren und dann Ausgleichen von nicht vermeidbaren CO2-Emissionen. Und dann hat man so ein Label, eine klimaneutrale Produktion zu sein. Was sind die Handlungsfelder? Es sind die Ressourcen, die wir verbrauchen. Und es betrifft den ganzen Papierverbrauch, den Strom, was für Strom, wie viel, den Kraftstoff, wie fahren wir, und die ganzen Materialien, die wir verbauen. Und es betrifft auch den Wasserverbrauch. Es ist die Mobilität. Wie kommen wir zur Arbeit, zum Drehort? Wie bewegen wir uns zwischen den Drehorten? Und das betrifft das Team und das Cast und konsequenterweise auch alle Service-Dienstleister. Das gilt es sich anzuschauen. Unterkunft. Wie wohnen wir? Haben die Hotels ein Umweltprogramm oder können wir in Apartments wohnen? Abfallmanagement, genau, konsequent trennen in die bekannten Kategorien und das Catering. Wie sieht es in der Praxis aus? Das ist jetzt ein Bild von der Notruf-Hafenkante, Letterbox-Produktion, mehrfach ausgezeichnet mit dem grünen Drehpass. Also wer da mal anfängt zu arbeiten oder sich informieren möchte, ruft den Markus Kreuz an. Und ich würde jetzt mal in Hinblick auf gehen, ich habe ja schon angesprochen, also ich habe für mich ein eigenes Portfolio, meine eigene Checkliste, die hat mehrere Seiten und die betrifft jedes Department. Aktuell beschäftige ich mich mit der Umsetzung der 17 Kriterien der angesprochenen Initiativen. Und deswegen würde ich die hier mal vorstellen, weil ich glaube, dass sie maßgeblich die Kriterien oder Standards, wie auch immer man das nennt, sein werden, die die Auftragsproduktion umsetzen müssen oder eben was die Filmförderinstitutionen einfordern. Und deswegen gehe ich da jetzt mal durch. Die kamen in die Welt vor Corona und manche davon werden jetzt auch kollidiert, aber eben nicht alle. Und verpflichtendes Kriterium dieser 17 Kriterien ist es, einen Bericht zu erstellen. Es ist verpflichtend, einen Consultant an Bord zu haben und eine Klimabilanz zu machen und dafür den Filmrechner der Filmförderung Baden-Württemberg zu nutzen, der morgen Nachmittag in der Masterclass vorgestellt wird. Und das soll passieren, eine Klimabilanzierung zu Beginn und auch am Ende. Und auch den Bericht gibt es zu Beginn und am Ende, weil die Initiative all dieses Wissen einmal wissenschaftlich auswerten möchte. Freiwillig muss man 10 von den 14 Kriterien umsetzen. Und die unterteilen sich in folgende Bereiche. Das ist einmal Energie. Und da geht es darum, die Motive danach auszuwählen, ob sie Ökostrom haben. Ich stelle die hier nur vor, weil wir haben ja heute 14 Uhr das Produktionsseminar. Da können wir dann darüber reden, ist es praktikabel oder nicht, sondern ich stelle sie jetzt einfach nur mal vor. Dann geht es darum, um Generatoren, die nur noch zulässig sind, je nachdem, bei welcher Initiative man ist, an 2 Tagen je Location genutzt zu werden. Oder aber eben alternative Generatoren zu nutzen und bevorzugt natürlich einen Festnetzanschluss zu nutzen und den dann mit Ökostrom. Es ist ein Kriterium, ausschließlich mit Akkus zu arbeiten. Im Bereich Reisen und Transporte, der wirklich erheblich ist in Bezug auf CO2-Emissionen, die Sonne etwas wegnehmen,
Da geht es natürlich Bahn anstatt Flug. Da gibt es das Kriterium, dass Flugreisen nur noch erlaubt sind, wenn die Bahnfahrt länger als 5 Stunden dauert. Für Pkw gibt es die Vorgabe, 50% der Fahrzeuge der Pkw-Flotte sollten umweltfreundliche Fahrzeuge sein, Elektro-, Hybrid- oder CNG, gasbetriebene Fahrzeuge. Bei den LKWs ist möglichst auch auf Euro 6-Normen zu achten. Die Unterbringung in Hotels soll zu 30% passieren, in Hotels mit einem Umweltprogramm oder eben in Apartments. Genau, wo kollidiert hier Corona? Natürlich bei den Fahrgemeinschaften, Fahrshuttle, Carsharing, öffentlicher Nahverkehr. Diese Dinge, die wir ja sonst favorisiert haben, sind jetzt erstmal aufgrund der Abstandsregelung und des Gesundheitsaspektes nicht möglich. Ein weiteres Kriterium ist Verpflegung. Da geht es darum, das Catering-Unternehmen nach ökologischen Kriterien auszusuchen. Und man soll mehrheitlich regionale Produkte nutzen. Das muss man dann besprechen. Was heißt das jetzt für die Produktion? Ökologische Kriterien? Ist es ausschließlich vegetarisches Essen, 2 Tage? Genau, das gilt es dann festzulegen und dann mit dem Caterer und mit dem Team eine Lösung zu finden. Weil was wir essen, ist nicht nur die Frage, ob es gesund ist, sondern es ist CO2-relevant. In Bezug zum Ressourcenschutz ist die Vorgabe, den Papierverbrauch zu vermeiden und ausschließlich Recyclingpapier zu nutzen. Im Büro, aber auch auf den Toiletten, bei Papiertüchern, bei Servietten, also überall, wo Papier anfällt, umstellen auf Recyclingpapier. Für den Bereich Ausstattung geht es darum, in einem Kriterium, dass möglichst FSC-zertifiziertes Holz zu verwenden ist und es sollen keine Umweltgifte verwendet werden. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, die muss man dann begründen. Im Bereich Abfallmanagement ist natürlich Müll zu vermeiden und zu trennen überall. Also im Produktionsbüro, am Motiv und auch beim Catering. In den üblichen Kategorien Papier, gelbe Tonne, Restmüll und auch die Biotonne. Es ist der klare Wunsch da, natürlich Mehrwegflaschen und Mehrweggeschirr zu nutzen und kein Plastik. Da kollidiert gerade Corona, aber wir können trotzdem bei den Flaschen eben auf PET-Mehrwegflaschen umsetzen und brauchen nicht die Plastik-Einwegflaschen, die natürlich jetzt erstmal wieder ganz schnell da waren, zurückholen, sondern da geht es wirklich zu schauen und auch mit dem Hygienebeauftragten zu sprechen, was ist denn da machbar, also auch diese eigenen Tassen, diese eigenen Flaschen, diese 7000 Getränkebecher bei einem Tatort beispielsweise, ne, die hatten wir jetzt ja eigentlich weg durch die Nutzung der Mehrwegflaschen und da ist jetzt, das ist jetzt erstmal ausgesetzt und da müssen wir eben auch Kompromisslösungen finden. LED-Nutzung ist bisher nur vorgeschrieben für Studioproduktion, heißt aber nicht, dass man auch bei einem TV-Spielfilm LED nutzen kann, was bei den Produktionen, die ich betreue, wir natürlich machen. So, und jetzt switche ich mal durch, wie das denn so aussehen sollte. Das ist dann, wo fängt man denn jetzt an? Im Produktionsbüro, das natürlich erstmal eine gute Atmosphäre haben sollte und wir die genannten Kriterien einmal umsetzen. Produktionsbüro sollte auch gut erreichbar sein mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln normalerweise und jetzt immer unter diesem Corona-Aspekt muss man das natürlich relativieren. Motiv. Ja, es ist schwierig. Natürlich haben wir oft nicht die Wahl, die Motive auszusuchen. Wir sind froh, Motive zu finden. Aber wenn wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung suchen und die einen haben Ökostrom, die anderen nicht, dann bevorzugen wir die mit Ökostrom. Oder brauchen wir eine Villa? Ja, dann suchen wir möglichst eine und fragen das, haben sie Ökostrom? Weil all diese Angaben brauchen wir auch für die Klimabilanzierung nachher. Also so man die Wahl hat, sprechen Sie es an, denken Sie es mit. Es ist relevant für die CO2-Emissionen. Mobilität ist ein großer Aspekt und es geht darum, alternative Lösungen zu finden, wie wir unsere Bilder kriegen. Klassisch sind jetzt mal die kleinen, so hier für kurze Wege ne, ist es mittlerweile auch schon an einigen Filmsets da. Es sind die angesprochenen PKWs als, ich guck mal kurz auf die Uhr, Fahrzeuge, Hybridfahrzeuge und da ist es natürlich wichtig, diese dann als diese auch zu nutzen. Und ja, wir müssen dann wissen, wo sind die Tankstellen für Gas und für Strom und nicht, dass wir dann doch wieder ihn als Benziner fahren, weil dann der Weg zu der anderen Tankstelle zu weit ist, weil das sind jetzt so Übergangszeiten, wo wir Gewohnheiten ändern, Fahrgewohnheiten und Bedarfe aufzeigen, die wir brauchen gegenüber den Verleihern, andere Fahrzeuge.
Fahrräder am Set ist für Hin- und Herfahrten. Auch Spielfahrzeuge ist eine Frage. Das ist jetzt vom SWR-Tatort. Ne? Wie labeln wir das? Habe ich ein Taxi im Bild? Kann da nicht stehen, wir fahren Sie umweltfreundlich an Ihr Zielort? Das sind so die kleinen Dinge, die man im Bild dann auch nochmal anders zeigen kann. Technik und Licht will ich jetzt gar nicht so tief eingehen. Da gibt es heute 16 Uhr die Masterclass mit dem Fabian im Gespräch, dann mit der Dani vom MBF Kamera Filmverleih. Da sind sie in guten Händen, weil es wird natürlich enorm viel Licht noch gebraucht. Es wird total viel Strom verbraucht. Einige Studios haben mittlerweile schon LEDs. Probieren Sie es aus, also so Sie im Bereich Licht tätig sind. Und ich freue mich immer noch über den Satz des Oberbeleuchters hier vom SWR. Links im Bild ist Michael Becker. Den hören Sie heute 14 Uhr noch in der Masterclass oder dann beim Panel. Der sagte, er ist seit 20 Jahren Oberbeleuchter und hat noch nie so eine großartige Entwicklung mitgemacht wie jetzt, was diese LED-Technik ermöglicht. Weil, soweit ich weiß, gab es am Anfang da doch relativ viel Bedenken. Es ist oft noch nicht 100% umsetzbar, aber es geht eben auch um kleine Schritte bei dem, worüber wir reden. Und hier wird eben LED insbesondere erstmal genutzt als Dekolicht. Und man sieht, man hat eben noch diese anderen. Also wir sind in einer Übergangsphase. Hier MBF hatte ich schon angesprochen, die Dani, die Umweltmanagerin, die hören Sie heute 16 Uhr im Panel. Ton, Akkus, das Bild habe ich aber, weil auch immer die Frage ist, ja, wo stehen denn jetzt die Tassen und die Flaschen? Ganz einfach, hier rechts sehen Sie zwei Halter, da können die Flaschen rein für kalte und für warme Getränke oder man hängt sie eben an, so man will. Dann findet man eine Lösung auch für die Nutzung von Mehrweggeschirr. Generatoren geht es auch heute 16 Uhr insbesondere. Es gibt erst ganz wenige alternative Möglichkeiten an Generatoren, wie hier den von Polymar und Meyer Bros. Davon brauchen wir ganz viele. Und machen Sie den Bedarf auf und dann ist das etwas, wo wir eine Lösung finden müssen. Da geht es dann um andere Ebenen, Wirtschaftsförderung, dass solche Technologien verfügbar sind, damit wir überhaupt umweltfreundlich auch drehen können. Unterkunft, es gibt mittlerweile 3 Labels. Es gibt das Green Certified Hotel Label. Schauen Sie danach, ob bei den Hotels, wo Sie sonst eingebucht sind, ob die das haben oder regen Sie es an. Ich habe gerade eine Erfahrung gemacht für eine Produktion. Die haben schon Maßnahmen gemacht und aufgrund der Anfrage durch die Produktion, was sie denn machen, haben sie das Thema jetzt ganz oben auf die Agenda gesetzt und werden jetzt eine Klimabilanzierung machen und werden auch einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen und sich auch so ein Label damit beschäftigen, um zu zeigen, unser Hotel ist klima- und umweltfreundlich. So sieht es dann meistens aus. Das ist jetzt ein Hotel hier in Berlin, die das auf der Webseite haben, Stay Green, oder eben die Lindner Hotelkette, die das auch sichtbar auf ihrer Webseite haben mit dem Green Sign Logo im Level 4. Kurz zum Catering. Catering haben wir heute Nachmittag in der Masterclass. So sollte es aussehen. Mehrweggeschirr und Sachen zum Nachfüllen. Es ist auch immer die Frage, wie wir was präsentieren. Wenn wir wollen, dass wir gesunder, vegetarischer oder veganer essen, ist es auch wichtig, wie man das präsentiert. Ich meine, das ist grundsätzlich wichtig. Aber wenn man so in Essgewohnheiten eingreift, ist ja doch sehr persönlich, ist es auch da gibt es Lösungen der Caterer und Rinnen und auch das haben wir heute Nachmittag im Panel. Es geht um Fairtrade Kaffee und Tee. Haben wir einen Gasherd, sind so die Aspekte bei der Auswahl. Für kleinere Produktionen, ne, kann das denn so aussehen? Hier, das war in Frankreich. Unverpackte, alles vor Corona, Brötchen, der Wasserspender, die Mülltrennbehälter, die eigenen Becher und Flaschen, die da stehen. Man kriegt das also alles gelöst, dass nichts rumfliegt. Abfalltrennung sind wir als in Deutschland eigentlich mit groß geworden, irgendwann vom Weg abgekommen und ist es gut, Schilder zu haben fürs Team, die dann da nochmal hängen. Hier gibt es so ein paar Lösungen, wie das aussieht. Das ist jetzt ein Festmotiv. Das ist eine mobile Variante für, das ist jetzt die am Tatort, wo halt dann mal ein bisschen mehr anfällt. Das ist wieder die kleine in Frankreich, wo selbst der Kaffeesatz getrennt wird. Das war jetzt der Corona-Einbruch. Da muss ich mal kurz zurückgehen. Geht es? Da.
da muss ich natürlich erstmal durchatmen, weil das müssen wir trotz Corona auch nicht haben. Aber das war die erste Welle, die wirklich im März kam. Und das sieht jetzt auch schon anders aus bei den Projekten. Trotz Corona können wir Müll trennen. Ausstattung ist wichtig. Wo kriegen wir die Materialien her? Kaufen wir alles neu? Was können wir mieten? Es gibt da Orte, also ich kenne jetzt die Hamburger Materialverwaltung und kenne in Berlin die Materialmafia. Die stellen wir am Freitag vor in der Masterclass 10 Bild Kostüm. Also es ist die Frage, wo kommen diese Materialien her? Was passiert hinterher damit? Das ist jetzt gebaut worden, ausschließlich aus schon ehemals benutztem Holz. Es ist auch für die Innenausstattung ein Aspekt. Was zeigen wir im Bild? Aus welchem Material ist das? Nochmal eben, was passiert hinterher mit den Produkten, die im Bild sind, auch bei Werbefilmen? Kostüm sprechen wir am Freitag. Was muss gekauft werden? Da sind die Aspekte mieten oder kaufen. Was können wir aus dem Fundus holen? Wenn Fair Fashion, es gibt mittlerweile verschiedene Fashion und Messen. Es gibt erste Broschüren und Online-Plattformen, weg von Fast Fashion hin zu Fair Fashion. Also da sind auch die Angebote anders da. Und was passiert hinterher mit der Kleidung? Wo geht die hin? Postproduktion ist auch wichtig, verbraucht total viel Strom. Und die Frage ist, welcher Strom? Dazu haben wir heute in dem Panel von dem Fabian um 16 Uhr ein Postproduktion bewegte Bilder aus Baden-Württemberg. Die sind klimaneutral. Die erzählen euch genau, was das im Einzelnen heißt. Also umstellen auf digitale Prozesse. Komparsen ist auch total wichtig, weil das sind teilweise ja Hunderte. Und es ist die Frage, wie kommen die zum Z? Wie viele Becher, Pappbecher trinken die oder können die eben ihre eigenen Getränkeflaschen mitbringen? Das muss man denen im Vorfeld sagen. Also haben sie auch die Komparsen im Blick. So man all das tut, kann man natürlich auch transparent machen und sollte das tun, wie hier Tatort Münster. Ne? Die Presse ist da, um die Ankündigung oder das Drehende darüber zu schreiben. Und da könnte dann natürlich auch nochmal stehen, was in der Produktion diesmal anders gemacht wurde. Der grüne Drehpass ist schon angesprochen worden hier. So sieht das denn aus. Kann man auch für die Pressearbeit nutzen. Noch kurz der Blick auf die Zeit. Wir sind gut. Klimabilanz. Klimafreundlich, sehr entsinnig ist das eine. Konsequent ist aber auch eine Klimabilanzierung zu machen mit einem Klimabilanzausgleich. Dazu gibt es verschiedene Anbieter. Da müssen Sie sich entscheiden, welchen Sie gerne hätten. Schritt 1 ist überhaupt erstmal eine Klimabilanz zu erstellen, um zu wissen, wo stehen wir denn mit CO2-Emissionen, mit der Produktion, wie wir sie vorhaben oder wie wir sie dann gedreht haben. Und da gibt es eben das Seminar dazu morgen Nachmittag für den Klimabilanzrechner von Klimaktiv, der verfügbar ist über die Filmförderung in Baden-Württemberg. Ich arbeite seit vielen Jahren mit dem Bilanzrechner von Climate Partner, weil ich meistens den Produktionsfirmen empfehle, konsequent eben auch für die nicht vermeidbaren Emissionen auszugleichen und ein Klimaschutzprojekt damit zu unterstützen, also wieder was Gutes in die Welt zu bringen, wie das der Jan Artus Bertrand, der Regisseur von Home, Sie erinnern sich am Anfang meiner Präsentation, das macht. Da gibt es also bestimmte Kategorien. Man berechnet, man kriegt am Ende angezeigt, wo wir stehen und kann dann quasi gleich sich ein Projekt aussuchen und muss sich dann halt mit dem Team oder mit der Geschäftsleitung unterhalten, welches Projekt wollen wir denn? Wollen wir Moorschutz, wollen wir Artenschutz, wollen wir Trinkwasserbrunnen bauen, wollen wir in Deutschland ein Projekt, wollen wir eins in Indien oder in Afrika? Das sind Dinge, die können Sie besprechen und dann anklicken und unterstützen damit Menschen, die das Geld wirklich brauchen, und außerdem geben sie etwas zurück. Und man kriegt dann auch für seine Pressearbeit, das ist jetzt ein Zertifikat von dem ersten grünen Pilotfilm, Tatort 5 Minuten. So eben, die haben sich für Waldschutz in Freiburg entschieden und für ein Wasseraufbereitungsprojekt in Kenia. Mittlerweile ist es noch ergänzt worden durch die ganzen SDGs, die ich am Anfang vorgestellt habe. Also sie kriegen auch noch gesagt, welches der globalen Ziele der Vereinten Nationen unterstützen Sie, wenn Sie dieses Projekt als Ihr Klimaausgleichsprojekt unterstützen. Man kriegt auch dann so ein Label, so man möchte, kann in den Abspann. Und jetzt bin ich bei dem Klimabilanzrechner ohne Ausgleich.
Das ist jetzt eben der von Baden-Württemberg. Und da sieht man mal so die Kategorien, um die es dann so geht, um Ausstattung, ums Catering, um Reisentransport, um die Postproduktion und allgemeine Kosten. Und da ist dann jetzt die Frage, der muss natürlich gefüttert werden von Daten. Und dazu bin ich jetzt erstmal da für die Produktionsfirmen, die ich betreue. Aber ich brauche natürlich alle Gewerke und insbesondere die Produktionsleitung, dass wir dann die Daten, die ja so nirgendwo stehen, dann zusammentragen. Entweder in eigenen Listen, weil wir eine Motivliste erweitern mit der Kategorie Klimabilanz, also haben wir Ökostrom, womit heizen wir, wie groß ist die Fläche, die wir brauchen, oder die Fahrzeuge, ist es ein Benzin, ein Diesel, ein CNG, so. Kostüm, was kaufen wir, was mieten wir, diese Sachen brauche ich, diese Informationen, und da ergänzt man entweder vorhandene Listen oder wie wir das im Fall gemacht haben bei einer bei zwei TV-Serien, die ich betreue, die so mehrere Blöcke haben, so ein ganzes Jahr lang drehen. Da haben wir einmal das Innenleben des Rechners in eigene Listen übertragen. Und das ist dann schon auch mal ein Zeitaufwand. Aber der ist wichtig, um zu sehen, wo wir sind und wo auch die Hebel sind, vielleicht mal etwas anders zu machen. Insbesondere, wenn es darum geht, einen Schauspieler doch noch zu überzeugen, lieber Bahn zu fahren, anstatt zu fliegen. Und abschließend meine fast letzte Folie. Action bitte, hinter der Kamera, weil wir sind jetzt gefragt. Worum geht es bei all dem um CO2-Reduktion? Stichwort 2-Grad-Ziel. Das erreichen wir nur, wenn wir massiv CO2-Emissionen einsparen. Und durch Ressourcenschutz. Und damit machen wir Klimaschutz. Es geht um Effizienzsteigerung. Es geht letztlich langfristig um Kostenersparnis. Es geht um unser Image. Es geht darum, dass wir ein Vorbild sind in der Branche als Filmemacher. Also Sie, jeder kann es sein. Und bis wir dann irgendwann als Branche alle grün sind und dann andere Branchen von uns lernen, so wie jetzt die Kulturbranche sich auch damit beschäftigt. Und es geht letztlich um die Zukunftssicherung von uns und von unseren Kindern und all den anderen, die noch in die Welt wollen. Und damit schließe ich jetzt meine Präsentation und kann nur sagen, Action bitte. Und ich danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, liebe Corinna. Warte, ich mache kurz die Präsentation wieder zu. Das war wirklich sehr spannend und ein toller Auftakt. Du darfst erstmal durchatmen und was trinken. Ein sehr spannender Auftakt in dieses Thema und in unsere Themenreihe. Ganz toll. Gibt es im Moment Fragen aus dem Publikum allgemeiner Natur? Wie gesagt, wir treffen uns um 14 Uhr zum ersten Themenkomplex Produktion, Aufnahme, Herstellungsleitung, Catering. Um 16 Uhr treffen wir uns zu Kameralicht, Ton und Postproduktion. Um 18 Uhr treffen wir uns zur Regie, zu den Autoren und auch Schauspielern. Das wird gut. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Kompakt, ja, und vor allem. Und praxisnah. Ja. Mhm. Morgen haben wir dann noch Maskenbild, Kostümbild, Szenenbild und auch nochmal Schauspiel. Und dann schließen wir an mit der Klimabilanzierung um 15 Uhr und um 17.30 Uhr ist dann die große Podiumsdiskussion. Und schön, du hast schon sehr viel angeteasert davon. Wunderbar. Ich sehe jetzt im Moment keine Fragen. Und würde deshalb sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Du hast super gut informiert. Und dann gehen wir nachher ins Detail und haben dann auch Zuschauer, die wir hören und sehen werden. Genau, wir sehen uns gleich wieder. Ich freue mich sehr. Ja, ganz herzlichen Dank, Corinna. Ja. Bis gleich. Ja. Tschüss. Tschüss.